Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es den Rossmann bzw. DM Haul, Drogerie Haul, wie auch immer ihr das nennen wollt. Es ist natürlich so, dass auch die werdenden Mütter alles für das Baby kaufen müssen, alles fürs Wochenbett, alles für die Kliniktasche. Und das haben wir heute erledigt. Ja, ein bisschen früh werden sich jetzt einige Leute denken, aber dazu habe ich natürlich auch eine Begründung. Nämlich muss ich mich in der 30. Woche schon im Krankenhaus anmelden bei uns. Und ich wollte gerne einfach, um sicher zu gehen, in der 30. Woche bzw. 30, 32. Woche schon alles für die Klinentasche haben. Ich möchte sie noch nicht packen zu der Zeit, aber ich möchte einfach alles gern da haben. Und dementsprechend zog heute alles ein. Das wollte ich euch heute einfach mal zeigen. Es fehlt noch einiges, also wir sind noch nicht komplett, aber das, ja, erzähle ich euch einfach, was da noch fehlt. Und werde euch da jetzt nicht nochmal extra ein Video zu machen oder so, sondern ja, das ist erstmal so das Grobe. Wir haben zwei richtig große Einkaufstüten voll von Rossmann. Wir waren nicht bei Rossmann, nicht bei DM, weil bei uns in der Nähe gibt es gar kein DM. Der nächste ist in Lübeck und ja, wir waren jetzt hier bei uns einfach um die Ecke beim Rossmann. Haben da auch noch 10% in der App gespart und ja, haben da jetzt einfach mal alles gekauft. Und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn ja, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Und sonst würde ich sagen, fangen wir direkt an, damit es nicht allzu lange dauert. Viel Spaß! Ja, wie schon erwähnt, umfasst das Ganze jetzt einmal den Wickeltisch vom Baby, die Wickeltasche vom Baby, die Kliniktasche und das Wochenbett, genau. Also ein kompletter Einkauf für alles. Es fehlen noch ein paar Sachen, aber das kommt dann alles später. Ich habe das überhaupt nicht in irgendeiner Reihenfolge. Ich habe hier einfach die Tüten rechts und links stehen und greife einfach raus und dann ja, schauen wir mal, ob es irgendwie eine Reihenfolge gibt. Das erste, was ich hier greife, sind Pampers und zwar sind das die 0, also Größe 0. Die sehen so aus und hier seht ihr einmal Größe 0. Die sind nämlich von 1,5 bis 2,5 Kilo. Da haben wir jetzt ein Paket mitgenommen. Die kosten, glaube ich, 3,70 € oder so. Einfach, weil ich das gerne so zur Sicherheit hätte. Falls die Kleine doch ein bisschen kleiner ist, habe ich die einfach gerne da. Ich denke nicht, dass sie so klein wird, aber meine Nichte hat die auch gebraucht. Und die war bei der Geburt 47 cm groß und hatte nicht in die normalen Windeln gepasst. Und deswegen, ja, hat meine Schwester mir sozusagen die hier ans Herz gelegt. Und deswegen haben wir davon ein Paket mitgenommen. Andere Windeln haben wir jetzt nicht gekauft, weil ich hier zu Hause schon 6 Pakete habe. Die habe ich das letzte Mal gekauft, als ich kaufe zwei. Nee, kaufe, doch, kaufe zwei und bezahle nur ein. Also man hat immer eine Windelpackung umsonst bekommen. Und da habe ich das letzte Mal, glaube ich, 3 Einser und eine Zweier und zwei hatte ich noch zu Hause, 2 Einser-Packungen. Also das haben wir auf jeden Fall genug. Und deswegen gab es nur einmal hier die Pampers. Die hätte ich auch von Baby Dream oder Baby Love oder so genommen. Da gibt es ja auch die XS-Variante sozusagen, so heißen die. Aber die gab es bei Rossmann nicht und deswegen gab es die von Pampers jetzt. Da sind 24 Stück drin und ich denke, das reicht auf jeden Fall. Die sind echt so mini, das muss man sich mal vorstellen. Ja, Windeln sind wir also gut ausgestattet. Dann habe ich mitgenommen einmal einen Spülreiniger von Frosch. Der ist für die Flaschen und Schnuller und ja, also ein Zeug für die ganzen Babysachen. Ja, kraftvolle Entfernung von Milch- und Essensrückständen. Und der soll wohl richtig gut sein, besser als der von Nook. Da waren jetzt einmal der und einmal der von Nook und ich habe einmal von dem sehr, sehr Gutes gehört. Auch wenn der, ich glaube, diese Packung kostet 3 € oder so, aber der musste auf jeden Fall mit. Auch wenn wir stillen wollen, aber ja, wir wollen ja auch mal abpumpen und so und deswegen kam der auch auf jeden Fall mit. Dann haben wir mitgenommen einmal Waschmittel, Vollwaschmittel von Domol, also der Rossmann Eigenmarke, ultrasensitiv, ohne Parfüm, Farb- und Konservierungsstoffe. Da ist jetzt ein knapper Kilo drin, soll für 16 Wäschen reichen. War irgendwie das einzige sensitiv Vollwaschmittel, was ich da gefunden habe, außer es gab noch eins von Persil. Aber ja, da ist ja nichts anderes drin und kostet einfach doppelt so viel. Diese Packung kostet auch schon fast 3 €, aber ich, ja,
Wir brauchen das ja auf jeden Fall. Babywäsche muss gewaschen werden. Und dementsprechend gab es einmal das hier. Dann machen wir direkt weiter mit, ja, Dingen, über die man nicht sprechen möchte. Einmal feuchtes Toilettenpapier. Das wurde mir auch empfohlen. Dieses hier kostet, glaube ich, 1,30 oder so. Irgendwie sowas in dem Dreh. Kann auch 1,70 gewesen sein. Ja, das wird natürlich jedem empfohlen im Krankenhaus und auch danach, wenn man zum Beispiel reist oder allgemein ist da unten alles wund und das fühlt sich nicht so schön an und deswegen einmal feuchtes Toilettenpapier. Dann habe ich mitgenommen, die hatte ich vorher noch gar nicht. Das sind BB-Micellentücher. Die wollte ich jetzt einfach mal so für die Klinik haben, beziehungsweise für die Kliniktasche, weil ich ja gerne einmal mein Gesicht immer wasche und bevor ich jetzt mein ganzes Zeug mitnehme, was ich dafür immer verwende, dachte ich mir nämlich jetzt einfach mal diese hier. Wir probieren die mal aus. Ja, die kenne ich so noch gar nicht, wie gesagt. Und ich weiß auch jetzt gar nicht mehr, was die kosten. Über 1 Euro auf jeden Fall. Ja, aber die wollen wir mal ausprobieren. Vielleicht steige ich ja komplett darauf um, weil ich finde das ja viel einfacher, als wenn man da jetzt immer mit Wattepads und so einmal so drüber wischt. So, dann das nächste Thema: Wickeln. Wir wollen ja auf jeden Fall mit Wasser und Tüchern waschen, Wattepads. Die waren bei uns heute ausverkauft, deswegen kann ich euch die leider nicht zeigen. Aber ja, ihr müsst euch vorstellen, ich habe jetzt hier einen Riesenberg mit Wattepads, weil wir eben nicht mit Feuchttüchern wickeln wollen zu Hause, sondern mit warmem Wasser, Öl und eben Wattepads, beziehungsweise Einmalwaschlappen, ganz normale Waschlappen. Aber für unterwegs stelle ich mir das ziemlich komisch vor oder schwierig. Klar, man kann Feuchttücher selber machen oder so, aber das war mir jetzt so nicht so wichtig. Und deswegen haben wir hier ein Doppelpaket Feuchttücher mitgenommen. Einfach wirklich nur für unterwegs oder wenn wir mal irgendwo zu Besuch sind. Oder, ja, gab es hier ein Doppelpaket. Das sind jetzt die Newborn-Feuchttücher. Also, ja, sollen wohl extra gut sein. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber wir werden das sehen. Es sind jetzt 2 Stück. Die gab es leider nicht im Einzelpaket, deswegen habe ich die auch einzeln genommen. Ja. Und jetzt gab es die leider nur im Zweierpaket und deswegen haben wir die beiden einfach mitgenommen. Und so sehen die aus. Sanfte Reinigung für sensible Neugeborenen, Haut ohne Parfüm, mit hautidentischen Lipiden und Vitamin E. 80 Tücher in einer Verpackung, also sind echt die großen und das Doppelpaket kostet, glaube ich, 2,60 Euro. Ja, weil Babys einen wunden Popo bekommen, wenn sie einen nassen Popo haben, gibt es natürlich die Pflegetücher. Die kennt ihr, glaube ich, auch alle. Und die verwenden wir dann ja nach dem Wickeln sozusagen. Einfach, um den Popo trocken zu machen, damit ja kein wunder Popo entsteht. So habe ich das gehört und auch von meiner Hebamme gesagt bekommen. Und deswegen gab es hier die Pflegetücher einmal mit Aloe Vera, das sind 90 Tücher in so einer schönen Dschungelverpackung hier. Die kosten, glaube ich, 80 Cent, also da ist wirklich nichts bei. Sind einfach nur so, ja, Art trocken, so Tempotaschentücher. Und dann gab es noch ein zweites Paket. Hier sind 100 Tücher drin. Das ist einfach ohne Aloe Vera, also einfach so ein ganz normales Paket. Und das fand ich auch sehr, sehr schön. Wir wollen da einfach mal alles ausprobieren. Ja, was da am besten ist, werden wir dann am Ende sehen. Aber die haben auch das gleiche gekostet. Auch 80 Cent, glaube ich. Und sind, wie gesagt, für das Wickeln, also nach dem Wickeln. Dann habe ich mitgenommen eine ganz kleine Packung feuchte Waschlappen für die Wickeltasche. Ja, habe ich einfach so gern dabei, einfach um mal eben selbst von sich selber die Hände zu waschen oder irgendwas anderes auf jeden Fall. Ja, gab es einmal hier die Probepackung. 15 Tücher sind da auch nur drin. Eine ganz kleine Packung ist, denke ich, ganz gut für die Wickeltasche. Und ich weiß gar nicht mal, was die gekostet haben. Ich glaube 50 Cent oder so. Auch empfohlen wurden mir die Windelbeutel. Die sollen ja richtig, richtig gut riechen. Und die, ja, sind auch für die Wickeltasche oder wollen wir mitnehmen für die Wickeltasche. Wir haben hier zu Hause ja den Windeleimer. Aber genau, da gab es einmal die hier. Die kosten, glaube ich, auch 1 Euro irgendwas. Sind 100 Stück drin. Und haben hier extra in so einen Plastikverschluss. Und dann kann man die hier eben so rausholen.
Genau. Und dann gab es einmal die, damit man denn, wenn man unterwegs ist und kein Mülleimer hat, zum Beispiel, dass man die vollgekackte Findel nicht einfach so in den Kinderwagen legen muss. Oder allgemein bei Besuch oder so ist mir das auch sehr unangenehm, wenn auf einmal der ganze Mülleimer stinkt oder so. Also auf jeden Fall sehr wichtig. So, das letzte Teil der ersten Tüte. Und auch ein sehr unangenehmes Thema, und zwar Wochenbett. Ich habe mich jetzt hier für die My Camellia Maxi Binde Nacht entschieden. Das sind 16 Stück. Die My Camellia habe ich schon sehr oft auf YouTube gesehen. Und ich habe mich jetzt hier für die Maxi Nachtbinden entschieden, weil die einfach noch ein bisschen größer sind, ein bisschen mehr saugen. Und ich denke, damit fahren wir die ersten Tage sehr, sehr gut, wenn wir aus dem Krankenhaus draußen sind. Ich glaube, die sollten auch reichen. Ich hoffe es. Die sind halt wirklich so groß wie die ganze Verpackung hier. Also echt Monsterdinger. Aber ich denke, das passt auf jeden Fall. Das werde ich natürlich ausprobieren. Aber die, ja, habe ich jetzt einfach mitgenommen für das leidige Thema. So, los geht's in der zweiten Tüte mit einer Flaschen- und Saugerbürste in Grau. Ganz schlicht. Einmal eine große Bürste und hier oben drin im Haken sozusagen ist noch eine kleine Bürste. Das könnt ihr hier hinten einmal sehen. Also hier haben wir einmal die große und da haben wir noch die kleine Bürste. Total praktisch, in Grau finde ich die auch ganz schön. Passt zu unserer Küche. Und genau, die kam auch mit, ich glaube, oh, ich weiß gar nicht, was die kosten. Eins irgendwas, glaube ich. Aber ja, die muss natürlich auf jeden Fall auch mit. Dann habe ich mitgenommen ein Labello, der war jetzt gerade im Angebot und ich glaube, der hat nur 50 Cent oder so gekostet, aber mir wurde gesagt, ja, dass man sehr trockene Lippen hat und deswegen habe ich jetzt einfach mal diesen hier mitgenommen. Während wir in den Wehen liegen, dachte ich, das passt doch sicher ganz gut. So, da habe ich noch eine kleine Ausstattung an Windeln und zwar habe ich noch einmal mitgenommen von Facelle. Die 10 Ultrabinden Nachtschutz mit Flügeln, also es sind die Nachtbinden mit Flügeln und die sind schön weit nach hinten raus. Das heißt, wenn man schläft, dass da nicht das ganze Bett nachher voll ist. Da gab es einmal die kosten, glaube ich, 1 Euro. Das sind ja 10 Stück und ich denke, wenn wir mit den anderen durch sind, kommen die hier zum Einsatz. Und danach kommen dann die ganz normalen zum Einsatz. Wo ich dann auch echt so der Meinung bin, okay, die sollten dann wirklich so den Rest machen. Das sind jetzt 16 Ultrabinden normal. Und die benutze ich auch sonst damals, als ich immer meine Periode hatte. Also die sind wirklich auch sehr, sehr gut. Und genau, da haben wir uns jetzt einmal mit 2 hiervon ausgestattet, weil ich ja der Meinung war, die braucht man eigentlich auch immer. Und ich denke, da mit diesen 4 Paketen kommen wir sehr, sehr gut aus. Ihr könnt ja mal irgendwelche Erfahrungsberichte in die Kommentare schreiben. Ich kenne mich da überhaupt noch nicht mit aus. Ich weiß überhaupt nicht, wie doll ich irgendwie bluten werde. Und dementsprechend habe ich jetzt einfach mal das hier mitgenommen. Ich denke aber, wir fahren damit ganz gut. Auch dazu passend habe ich eine Intim-Waschlotion mitgebracht. Sensitiv. Habe ich auch öfters schon in solchen Videos gesehen. Und dachte mir, okay, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ob ich das jemals benutzen werde. Aber ich dachte mir, okay, wir probieren das einfach mal. Und genau, falls man sich einfach nicht so frisch fühlt und einmal frisch machen möchte, kann man das dann eben einmal machen. Ich glaube, die Packung kostet auch etwas über 1 Euro oder so. So, das letzte zu dem Thema, glaube ich, sind einmal Intimpflegetücher. Die habe ich jetzt hier in dieser Reisegröße mitgenommen, weil sie die großen einfach nicht da hatten. Die waren wohl ausverkauft oder einfach nicht im Regal. Ich weiß es nicht. Wir haben sie auf jeden Fall nicht gefunden, aber hinten im Reiseregal haben wir dann die kleinen hier gefunden. Da gab es einmal dann diese Intim-Pflegetücher, 15 Stück sind hier drin. pH-hautfreundlich mit Milchsäure, mit Allantoin und Kamillenextrakt. Ja, finde ich ganz praktisch für zum Beispiel die Kliniktasche auch. Also ein Paket kommt auf jeden Fall mit in die Kliniktasche. Falls man ja unvorbereitet in die Geburt trifft und sich einfach total unsauber fühlt, dass man einmal kurz so waschen kann und auch später dann im Wochenbett, finde ich das, glaube ich, ganz gut. Wenn man da einfach mal kurz das sauber machen kann. Da gab es jetzt 3 Packungen. Ich finde hier nur 2. Ich weiß nicht, wo die dritte hier in dieser Tüte ist. Aber da gab es auf jeden Fall 3 Packungen und eine hat gekostet 50 Cent. Dann haben wir mitgenommen einen Nasensauger. Ich bin von solchen Dingen ja überhaupt kein Fan. Aber
Ja, man sagt, man braucht das und ich denke, das ist auch ganz nützlich. Und der hat gekostet, glaube ich, 2 € und dann gab es eben so einen Nasensauger. Dann haben wir direkt auch noch mitgenommen für 2 € einmal so ein Kühlbeißring. Wir haben schon relativ viele Beißringe und alles, aber ja, so ein Kühlding haben wir noch gar nicht. Also, wo sie wirklich so, ja, wo mit dem man in den Gefrierschrank legen kann, damit es schon richtig schön kalt ist. Und ja, deswegen habe ich den jetzt auch einfach nochmal mitgenommen. Stand auf meiner Liste und dementsprechend haben wir den auch mitgenommen. Dann gab es noch einmal für die Wickeltasche Reinigungstücher Gesicht und Hände. Die haben auch etwas über 1 € gekostet und sind 25 Tücher. Upsala. Finde ich super praktisch hier mit dieser Öffnung. Dann trocknen die auch nicht aus. Also sind echt super für die Wickeltasche. Und ich dachte mir, falls man mal irgendwie irgendwo was wischen muss oder so beim Kind, hat man dann eben diese Tücher dabei. Dann gab es auch für die Wickeltasche einmal eine Handcreme. Die habe ich jetzt einfach so im Vorbeigehen mitgenommen. Und ich glaube, die hat auch nicht so viel gekostet. Aber ich habe oft sehr trockene Haut. Und deswegen haben wir die mitgenommen. Dann gab es natürlich auch eine Brustwarzensalbe. Da habe ich jetzt auch einfach die von Rossmann genommen. Ihr könnt ja mal Erfahrungsberichte in die Kommentare schreiben, ob ja die gut ist oder ob man doch das Geld für die von Lansinu investieren sollte. Aber ich denke, da fährt man schon mit ganz gut. Was wir jetzt noch zum Thema Brust brauchen, ist auf jeden Fall Brustwarzentücher. Da habe ich ganz viel Gutes von gehört. Und Stillhütchen brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Die gab es heute auch nicht. Also irgendwie war der Rossmann sehr leer gekauft. Aber ja, da schauen wir dann nochmal bei DM oder Butni oder weiteres. Aber die Brustwarzensalbe gab es noch und die kostet, glaube ich, auch etwas über 1 € oder 2 €. Irgendwie sowas. Dann haben wir noch mitgenommen ein Fieberthermometer mit flexibler Messspitze. Finde ich ganz, ganz wichtig. Das kostet irgendwas mit 4 €, glaube ich. Aber hatten wir auch noch nicht. Und deswegen kam das auch mit. Braucht man natürlich. Und Badethermometer fällt mir da jetzt noch ein. Das steht auf unserer Babyschauerliste. Babywunschliste. Und ja, wenn das nicht geschenkt wird an der Babyparty, dann kaufen wir das selber nochmal nach. Aber nur damit ihr das wisst, dass wir das nicht vergessen haben. Ja, weiter geht's zur Pflege von dem Baby. Und zwar gab es eine Nagelschere. Die gab es in Grau. Sehr schade, dass es sie nicht in Rosa gab, weil es gab Grau und Blau. Da hätten wir natürlich gerne eine Rosa noch gehabt. Aber ja, wir haben jetzt einfach die Graue hier mitgenommen. Mit Schutzkappe. Und ich denke, dass passt ganz gut. Ich glaube, die kostet auch irgendwas mit 5 € oder so. Dann habe ich noch mitgenommen für die Wickeltasche so eine Zartcreme. Einmal so eine Probepackung. Ich glaube, die hat auch nur 50 Cent oder kostet einfach so für die Wickeltasche, falls man mal ganz, ganz dringend was braucht. Dann habe ich für die Kliniktasche mitgenommen einmal diese Probepackung Wattepads. Sind 35 Stück gereicht. Auf jeden Fall für die Kliniktasche ist ja in dieser Probiergröße und auch nur, ich glaube, 30 Cent oder so. Also perfekt. Dann gab es auch noch einen Stilltee. Auch hier einfach den ganz normalen von Rossmann. Viele sagen, der bringt nicht so viel. Aber ja, ich dachte eben jetzt einfach, warum soll ich denn den teuren kaufen? Der war sowieso ausverkauft. Aber genau, der tut es auch erstmal und der kostet auch schon 2 €. Und ich schaue wieder nochmal oben, ob ich einfach einen Tee bekomme, wo genau die Kräuter drin sind. Ich habe da letztes Mal gesehen, da gibt es einen. Und genau, dann kaufen wir den einfach nochmal. Weil immer diesen Tee zu kaufen, ist, glaube ich, auch irgendwann sehr teuer. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr für Stilltee nehmt oder ob ihr auch Stillsaft nehmt. Ich habe da auch einen Saft gefunden für 4 €, aber ich dachte mir, dazu bin ich einfach irgendwie ein bisschen zu geizig. Aber ich möchte halt auch, dass die Milchproduktion gut läuft. Aber genau, da könnt ihr einfach mal irgendwas in die Kommentare schreiben, eure Erfahrungsberichte. Dann gab es auch für die Kliniktasche mein Micellenreinigungswasser. Das habe ich auch in groß. Jetzt gab es das hier einmal in klein. Das kostet, glaube ich, 1 € oder so. Und das ist das mit dem Öl. Das habe ich, wie gesagt, auch in groß. Meins war jetzt sowieso leer. Und deswegen dachte ich mir, ich benutze das bis zur Klinik oder bis zum Klinikaufenthalt, bis zur Geburt benutze ich einfach diese Größe. Und auch in der Klinik nehme ich dann diese Größe mit. Und ja, und wenn sie danach noch da ist oder noch etwas drin ist, benutze ich die einfach weiterhin, bevor ich mir dann nochmal das Große kaufe.
Ich finde das mit dem Öl sehr, sehr schön. Das, ja, macht meine Haut sehr, sehr weich und das benutze ich immer so zum Reinigen und auch zum Abschminken. Dann habe ich schon ganz, ganz viel von dieser Bräuchleinsalbe gehört. Und deswegen musste natürlich auch die mit. Und genau, zur pflegenden Bauchmassage bei Säuglingen und Kindern. Die kostet aber sehr, sehr viel. Ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall kostet sie sehr, sehr viel. Aber ja, wenn Leute das empfehlen, dann kauft man das natürlich gerne. Dann gab es einmal für die Kliniktasche meine Zahnpasta in klein. Da habe ich einfach hier die von Odol mit 3, die extra white. Und genau, die kosten, glaube ich, auch nicht so viel. Und für die Kliniktasche dachte ich mir, passt die kleine Größe sehr gut. Die teilen Felix und ich uns und das passt ganz gut. Und dann einmal das Paket, was verschollen war mit den intimen Pflegetüchern. Dann habe ich auch nur Gutes von diesen Öltüchern hier gehört. Das sind Feuchttücher, die wohl in Öl getränkt sind. Und ich habe davon sehr, sehr Gutes gehört und dementsprechend habe ich auch die mitgenommen. Dachte ich mir jetzt auch für unterwegs oder wenn wir irgendwo mal sind oder wenn man die einfach mal kurz braucht, dass man dann da kurz einmal mitwickeln kann oder so. Genau, und deswegen gab es die auch. Die sind aber auch relativ teuer, finde ich. Wenn man das mal so überlegt, dass es einfach nur ein paar Tücher sind. Dann muss natürlich auch mit einmal die Sicherheitswattestäbchen für Kinder. Und auch mitgenommen haben wir einen Fencheltee, der ist ab dem 4. Monat. Klar, brauchen wir jetzt auf jeden Fall noch nicht, aber ich dachte mir, ich nehme schon mal einen mit. Einfach, ja, auch um zu schauen, wie der so funktioniert. Und wenn das Kind dann einen Tee braucht, dann haben wir das schon mal da. Der kostet 3 Euro, glaube ich. Dann habe ich für die Wickeltasche mitgenommen ein Hygienespray. Das finde ich sehr, sehr wichtig für die Wickeltasche. Wenn wir irgendwo Fremdes sind, im Restaurant oder bei irgendjemandem zu Besuch, dass man einmal kurz alles sauber machen kann oder auch die Finger danach oder davor. Ja, finde ich ganz wichtig. Ich habe jetzt auch so eine Probegröße mitgenommen. Das hat gekostet 1 Euro und ja, finde ich sehr, sehr wichtig. Dann gab es zweimal diese Einmalwaschlappen. Die waren nicht ausverkauft. Ein Wunder ist geschehen. Hier sind 30 Stück drin. Die habe ich zweimal mitgenommen. Wo sind sie? Hier sind sie. Genau, und die dachte ich auch einfach mal so zum Reinigen, wenn man am Wickeltisch. Da ist das, glaube ich, ganz gut. Und die kosten, glaube ich, auch nur 80 Cent. So, dann gab es natürlich noch einmal die bekannten Wickelunterlagen. Die kann man ja wirklich überall gebrauchen. Da wird auf jeden Fall eine mit in die Kliniktasche kommen oder mehrere, weil wir leider keinen Wickeltisch auf dem Zimmer haben bei der Klinik. Und ich deswegen ja auf meinem Bett wickeln möchte, um nicht in der Nacht auf dem Flur rennen zu müssen oder beziehungsweise durchs halbe Krankenhaus, um das Kind zu wickeln. Aber auch für den Wickeltisch und auch für unterwegs sind die super praktisch. Hier sind 10 Stück drin. Die kosten, glaube ich, auch 3 Euro. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Und genau, die gab es dann natürlich auch. So, wir haben es gleich geschafft. Einmal gab es noch so Probegrößen. Ein Duschgel für die Dame. Und hier ein Duschgel für den Herrn, einmal für die Kliniktasche jeweils. Ja, Felix war nicht so begeistert davon, weil er meinte, wir könnten auch die großen Sachen mitnehmen. Aber ich finde, die großen nehmen ja doch ganz schön Platz weg, wenn ich mir zwei große Sachen einpacken muss und er hat auch zwei verschiedene Duschgels. Und dachte ich jetzt einfach, scheiß drauf. Für jeweils 50 Cent haben wir dann einfach das hier mitgenommen. Und ich denke, damit fahren wir ganz gut. Wir sind ja nicht so lange im Krankenhaus. Ich hatte jetzt noch Trockenshampoo im Gepäck, aber ich dachte mir, nein, das benutze ich wenn dann sowieso nicht. Und ja, deswegen habe ich das wieder ausgepackt, aber einmal Shampoo gab es. So, und dann gab es noch zweimal Desinfektionstücher, 2 in 1 antibakteriell. Einmal für die Wickeltasche, ganz, ganz wichtig, wenn man zum Beispiel irgendwo ist, dass man einmal lang wischen kann und einmal hier alles wieder frisch ist. Und das zweite weiß ich gar nicht, warum ich es mitgenommen habe. Irgendein Grund wird es gehabt haben. Aber die waren jetzt auch nicht so allzu teuer und deswegen haben wir da direkt 2 Packungen. Und ich hoffe, dann sind wir jetzt fertig. Und wir sind wirklich fertig. Die Tüten sind leer. Wir haben es geschafft. Ich werde jetzt sortieren, was Wickeltisch und was Kliniktasche ist. Und dann, ja, kaufen wir jetzt noch den Rest.
Fehlen tun noch ein Badethermometer, Kinderbürste, Haarbürste, Zopfgummis, ganz, ganz wichtig. Das ist mir erst an der Kasse eingefallen. Und ja, dann, was habe ich erwähnt? Die Wattepads, genau. Und solche Sachen fehlen aber noch. Die ganzen Pflegeprodukte wollen wir von Weleda haben, aber auch die habe ich auf die Babyparty-Liste geschrieben. Und hoffe einfach, dass ja, uns jemand die schenkt, weil die sind wirklich so unglaublich teuer. So, und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Ich hoffe, euch hat es gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.